Guten Tag, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir schauen heute mal gemeinsam in das Spiel Viking Frontiers rein und ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal rein. Los geht's! Meine Güte, wo bin ich denn hier? Ah, mein Schädel brummt. Hoi, hoi, hoi. Tut mir mein Schädel weh. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall hier mitten im Spiel drin. Und wir beginnen auch direkt einmal hier loszulooten, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier? Jawohl. Einmal kurz unser Menü öffnen. Handwerk, Werkzeuge. Okay, was haben wir denn hier? Eine Sichel, ein Speer, ein Bogen. Ja, ich hätte ganz gerne erstmal eine Axt. Gut, dafür bräuchte ich mal noch einen Stein. Ist hier noch ein kleines Steinchen irgendwo in der Nähe? Mal kurz gucken. Ui, und Blaubeeren, jawohl. Ich liebe Blaubeeren. Die esse ich total gerne. Blaubeeren, finde ich, gehen immer. So, packen erstmal alles ein, was hier geht. Die ganzen Sträucher können wir ja gebrauchen schließlich. So, die ganzen Pflanzen hier auch nochmal. Und hier liegt ein Steinchen. Kann ich dich mitnehmen? Nein, den Stein hier nicht, so wie es aussieht. Schade. Gucken wir mal weiter. Jawohl, den Stein kann ich aber mitnehmen. Hier ist auch nochmal einer, sehr schön. Und hier auch nochmal einer. Perfekt! Jetzt liegen hier auf einmal ganz viele Steine. Und den Wolf kann ich auch einmal looten. Ah, okay. Geht aber nicht. Alles klar, ich brauche dafür ein Messer, um den zu looten. Verstehe. Dann kümmern wir uns dann gleich auch noch mit um ein Messer hier. Ich mache aber jetzt erstmal hier die Axt. Ich denke, das ist erstmal ganz wichtig, dass wir so eine haben, damit wir dann hier die Bäume fällen können und so weiter. So. Jetzt gucke ich mal Werkzeuge nochmal rein. Als nächstes mache ich jetzt mal uns, ja, so ein Steinmesser hier noch mit dazu. So, perfekt. Und was habe ich hier? Charakter. Jetzt kann ich hier unten diese Slots anweisen, oder? Moment. Ja, das einmal hier reinziehen, das Messer packen wir mal hier ganz hinten hin. Hey, komm, ich will dich auf die 8 setzen. Okay, irgendwie klappt das gerade nicht so, wie ich es mir hier vorgestellt habe, aber dann machen wir es einfach über... Nein, verdrückt. So war das jetzt auch nicht gedacht. Ja, hier muss ich gerade mal noch ein bisschen reinkommen. In die ganze Sache mit dem Menü. Und Ziel unseres Tutorials jetzt ist erstmal hier, ja, es den Wolf zu häuten. Ja, um dieses Ziel kümmern wir uns jetzt gleich. Hier nochmal ganz fix rein. So, Moment, hier ist mein Messerchen. Dann habe ich das jetzt einmal ausgerüstet, so hier. Und dann einmal jetzt den Wolf hier häuten. Wo liegt er denn? Wölfchen! Ach da! Da bist du. So, komm her. Zack! Gib mir deine Sachen. Sehr schön. Okay. Tutorial geht jetzt weiter. Was haben wir denn hier hinten? Hier kann ich dann später bestimmt durch. Ja, mit einem Eispickel. Alles klar, aber jetzt ist erstmal unsere Aufgabe hier noch, dass wir uns hier drum kümmern, um solche anderen Pflanzen und so weiter.
Wir brauchen eine Trollwurzel. Sehr schön, hier haben wir eine. Nehmen direkt mal mehrere davon mit. So, und dann soll ich jetzt Kräutersalbe und Wundsalbe herstellen. Alles klar. Mache ich sofort. Ich nehme noch ein paar kleine Sachen hier mit. Perfekt. Das reicht dann jetzt erstmal. Dann haben wir jetzt erstmal schön ein paar Vorräte hier eingetütet. Und dann gucke ich einmal jetzt hier rein. Hier Salben. Hier ist die hier. Sehr schön. Und hier ist die andere Salbe. Sehr schön. Beide haben wir dann jetzt. Und wenn wir schon mal dabei sind, würde ich ganz gerne eigentlich direkt noch mehr Salben mir erstellen. Okay, hier sehen wir auch noch Sachen, die hier später auch noch drankommen, aber ja, sind jetzt noch nicht in der Demo verfügbar hier. Alles klar. Ui, ich habe sogar gerade ein bisschen Trinkwasser dabei. Sehr schön. Jetzt gucke ich mal hier rein ganz kurz. Hier oben sind meine Blaubeeren, jawohl. Da haue ich mir erstmal direkt mehr rein. So, dann habe ich jetzt erstmal meinen Magen voll gemacht. Wasser, ja, komm, trinken wir auch mal direkt noch mit. Sehr schön. Kräutersalbe einmal hier noch mit reinhauen. Und das passt dann jetzt so. Gut, das haben wir jetzt. Baue ein einfaches Lagerfeuer, einen Schlafsack und ein Lagerfeuer dann anzünden. Alles klar. Gut. Dann sammeln wir mal wieder Materialien jetzt hier weiter. Ich will mir gleich direkt noch mehr von diesen Salben machen. So. Jetzt öffnen wir mal das Baumenü. Provisorische Konstruktionen und wir brauchen ein einfaches Lagerfeuer. Alles klar, das setze ich dann jetzt einfach mal hier hin. Hier kann ich dann jetzt was kochen und so. Aber erstmal errichten wir jetzt noch einen Schlafsack. Wo haben wir den? Hier ist er. Der kommt hier direkt daneben. Und jetzt muss ich das Lagerfeuer noch entzünden. So. Sehr schön. Dann legen wir uns jetzt mal schlafen. Ein bisschen Schlaf haben wir uns definitiv verdient, wie ich finde. Ja, bis zum nächsten Morgen, würde ich sagen. So. Dann erholen wir uns jetzt mal hier schön. Weil ich habe auf jeden Fall gerade gesehen, ja, unserer Spielfigur geht es noch nicht ganz hundertprozentig wieder gut, ja. Die Gesundheit ist auf jeden Fall so mittelmäßig gerade. So. Jetzt müssen wir uns um unseren Durst kümmern. Und um unser Hungergefühl. Ja, also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir uns ein bisschen was hier an Essen besorgen. Da gucke ich mal direkt hier rein. Jawohl, das einmal hier grillen. Und Moment, hier packe ich mal direkt ein paar mehr Stöcke rein. Moment. Jetzt habe ich hier gerade was geöffnet, was ich nicht öffnen wollte. Tue ich denn gerade hier dieses Textfeld dort oben schließen. Ach, okay. Gut, jetzt habe ich schon das rausgefunden. Alles klar. Und jetzt sollen wir zur Siedlung gehen. Da folgen wir jetzt einfach mal hier dem Weg, denke ich. Andererseits, hier vorne, das wäre natürlich auch interessant, ja, dort lang zu gehen. Weil hier können wir das ja zerlegen mit einer Spitzhacke. Und eine Spitzhacke könnte ich ja gleich mal ganz fix craften. Gut, mal ganz fix hier reingucken.
Wo ist die Spitzhacke? Ja. Die machen wir jetzt und danach möchte ich mal das hier wegkloppen. Okay. Ich brauche einen Eisenpickel dafür. Ja, sowas haben wir jetzt noch nicht. Alles klar. Das heißt, dann ist das hier wohl was, wo man erst viel später hier entlang kommt. Verstehe. Aber nun gut. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz hier in das Menü rein. Ah, Verwaltung ist auch noch nicht verfügbar. Fähigkeiten genauso nicht hier in der Version. Aber das ist ja nicht schlimm. So, dann haue ich mir jetzt erstmal ein bisschen Futter rein. Ich trinke auch nochmal einen kleinen Schluck. So. Magen ist dann jetzt einmal schön voll. Und dann gehen wir jetzt hier vorne entlang. Zu unserer Siedlung. Halt, ich wollte noch eine Sache nachgucken. Ja, wegen unserem Fleisch hier. Gut, wir warten mal noch ganz kurz, bis die Leiste dort voll ist. Das dauert ja nicht so lange. Dann sammle ich währenddessen hier nochmal ein paar Steine und so. Blaubeeren können wir auch nochmal ein bisschen was eintüten, was das betrifft. Hier sind Sträucher. Ja, kommt mal her. Ich darf mich natürlich jetzt nur nicht überladen, aber ich denke, ich kann schon noch ein bisschen was mitnehmen. Bisschen was sollte auf jeden Fall noch klar gehen. Und dann bin ich sehr gespannt auf das Haus bauen und so weiter. Also aufs Basisbausystem in dem Spiel, weil darauf habe ich ja immer Lust. Ja? Sowas liebe ich ja in Survival-Spielen. Hier meine eigene Basis und sowas zu errichten. Das ist genau sowas, was ich absolut liebe. So. Jetzt gucke ich mal kurz was nach. Wo ist das Fleisch von eben? Ah, das ist verbrannt. Okay. Das war zu lange dort drauf. Deswegen hat es das so komisch rot angezeigt. Ich war mir halt nicht sicher, ob das schon fertig ist oder ob ich warten muss, bis die Leiste voll ist. Aber nun gut. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen was dazugelernt. So. Jetzt geht es einmal hier weiter. Und wir sollten zusehen, dass wir dann gleich was herstellen, wie ein Speer oder so. Bogen wäre mir zwar noch lieber, aber ja, ich glaube, ich hätte jetzt nicht so viele Materialien, um dann jedes Mal Pfeile zu machen und so weiter. Deswegen erstmal so ein normaler Speer würde mir erstmal genügen. Und ich sehe gerade, unsere Siedlung ist 300 Meter noch entfernt von uns. Gucke ich nochmal ganz fix hier rein. Was brauche ich denn für die Pfeile? Okay, ich könnte Pfeile grundsätzlich machen. Wir machen aber jetzt erstmal den Speer. So, da habe ich jetzt wenigstens was zu verteidigen hier. Falls hier irgendwas kommen sollte auf meinem Weg zum Dorf, wie ein Wolf oder sonstiges. Wir sprinten mal schön hier entlang. Und ich glaube, ich kann unser Dorf schon sehen. Ja, da ist es. Da ist unser Dorf. Oder unsere Siedlung, das trifft es wohl eher. Weil als Dorf kann man das nicht bezeichnen, weil dafür sieht es zu klein aus. Aber wir können ja daraus ein Dorf eventuell machen. Ja. Wir können das Ganze ausbauen. Okay, und hier sind doch noch ein paar mehr Gebäude, sehe ich jetzt gerade. Eben dachte ich, hier wäre nur dieses eine, was dort drüben so ist. Aber sieh an, hier ist doch noch ein bisschen mehr. Schön zu wissen. So, jetzt soll ich hier mit dem guten Gunnar reden. Hi Gunnar.
Okay, während unserer Abwesenheit sind mehrere Probleme aufgetreten hier. Interessant. Gut, okay, was haben wir hier? Ich muss mich jetzt um den Schmutz kümmern, alles klar. Gut. Dann waschen wir uns jetzt einmal hier. Sehr schön, jetzt bin ich wieder sauber. Und was haben wir denn hier alles? Ui, das sieht doch alles sehr, sehr lecker hier aus. Packen wir direkt das ganze Essen hier ein. Und hier ist sogar noch etwas Geld drin. Sehr schön. Hier kann ich dann immer was kochen. Ja, wir hauen mal hier direkt ein bisschen Fleisch rein. Ich darf es natürlich dann nur nicht vergessen. Ja, dass es nicht wieder anbrennt. Das ist natürlich so eine kleine Sache hier. So. Gehen wir mal wieder raus. Und gehen wir jetzt nochmal zum guten Gunnar hin. Ja, und reden nochmal mit ihm. Davor hole ich mir mal hier noch die Blaubeeren. Jawohl. Okay, wir müssen uns um eine Sägemühle kümmern. Alles klar. Und zur Werkstatt soll ich auch noch gehen. Wo ist die Werkstatt? Da hinten ist die Schmiede, Altar, Werkstatt. Alles klar, hier sie. So, hi, Kollege. Okay, wir brauchen noch mehr Leute. Ah nein, mehr Häuser für unsere Leute, meine ich natürlich. So. Jetzt gehe ich mal hier an die Werkbank ran. So, hier kann ich solche Holzteile herstellen. Gut, das machen wir direkt mal. Wir stellen direkt mal mehrere hier her. Und irgendwie mag ich das ganze Crafting-System hier gerade. Das ist ganz cool eigentlich. Kann ich hier irgendwie auswählen, dass ich direkt mehrere mache? Ja, hier. Ah, sehr schön. So, und ich denke, wenn wir dann gleich genügend hergestellt haben, gehen wir dann mal wieder, ja, in unser Häuschen rein. Und dann gucken wir erstmal, dass wir Dings machen. Dass wir das Fleisch runternehmen. Damit das nicht wieder verbrennt. Aber ich muss ja so sagen, ich würde auch verbranntes essen. Also hätte ich jetzt auch kein Problem damit, ja. Wichtig ist, dass wir überhaupt was zu essen haben. So. Die Holzteile sollten da jetzt genügen, ja. Dann haben wir jetzt schön viele Holzteile. Obwohl, ja komm. Ein paar machen wir nochmal. Nein, 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 nein! Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Hilfe. Ich wollte gerade einen Bogen machen. Drei Bögen hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das wäre sinnlos gewesen, ja. Kein Mensch braucht drei Bögen auf einmal. So. Jetzt sollte ich erstmal genügend Holz haben. Jetzt muss ich zum Sägewerk und ich muss mich kümmern um Kupfererz. Ja, mir gefällt das Ganze hier ganz gut eigentlich, mit dass wir hier so ein ganzes Dorf und so weiter haben. Das Einzige, was ich noch ein bisschen cooler gefunden hätte, wäre, wenn ich das ganze Dorf von Anfang an komplett alleine aufgebaut hätte. Also wisst ihr, wie ich meine? Weil wir sind ja jetzt gerade hierher gekommen und ja, dann steht halt hier schon dieses bisschen vom ganzen Dorf so. Ja, und ich hätte halt am liebsten so angefangen, dass nur ein Haus hier steht und du baust dann halt selber so nach für nach immer mehr Gebäude und so hin. Das hätte ich ein bisschen cooler gefunden, ist meine persönliche Meinung, dass du dann halt vielleicht noch neue Leute oder sowas suchen musst für das Lager. Ah, vielleicht ist es auch noch so in der Vollversion oder vielleicht gibt es auch noch sowas, dass ich hier irgendwie neue Leute finden kann und so. Wir sind ja jetzt erstmal ganz am Anfang vom Spiel. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Und das Spiel ist ja auch noch
noch nicht mal in einer fertigen Version. Also, das muss man halt alles mit betrachten. Aber so, für den Anfang hier gerade, gefällt mir das Spiel gut. Das hat was mit einem eigenen Wikingerdorf und so weiter. Survival, ja, immer großartig. Also, ja, nicht immer, aber in dem Spiel ist es gerade gut, ja. Das Spiel hier gefällt mir gerade richtig gut. Vor allem, weil ich auch glaube, es gibt gar nicht so viele Wikinger-Survival-mäßige Spiele. Ich weiß es gerade gar nicht. Haut gerne mal andere Survival-Spiele mit einem Wikinger-Setting in die Kommentare. Ja, wenn ihr da Vorschläge habt. Also viel wird mir da jetzt gerade gar nicht einfallen. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Forsche Sägewerk. Wo mache ich denn das gleich mal? Forsche Sägewerk. Ah, Moment. Ich muss mal hier kurz reingehen. Hier, Gebäude. Häuser, Produktionsgebäude. Nein, hier ist es nicht. Wo ist denn dann das Sägewerk drin? Lagerhaus kann ich schon bauen. Okay. Durch Technologie ist das noch blockiert. Alles klar, dann muss ich mal ganz fix hier reingucken. Wo ist es? Produktion. Das ist die Schmiede. Das ist das Sägewerk. So, jetzt habe ich das erforscht. Und jetzt müsste ich das hier drin haben. Ja. Ja, richtig. Jetzt habe ich das hier drin. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Baumenü. Produktionsgebäude, Sägewerk. Jetzt gucke ich mal, wo ich das hier hinsetzen kann. Kann ich das Ganze auch noch ein bisschen drehen oder so? Ja, so hier kann ich das drehen. Alles klar. Gut, ich denke, wir setzen das hier so hin. Moment. So, ja, würde es mir eigentlich hier gefallen. Ja, ich denke, so haben wir das hier hin. Nein, das war falsche Richtung. So, Moment. Perfekt. Jetzt brauche ich erst dafür das Fundament. Holzstämme. Alles klar. Dafür nehme ich jetzt einmal meine Axt in die Hand. Moment, jetzt weiß ich auch, wie ich hier die ganzen Slots belege. Alles klar. So, hier geht das dann hier. Ja. Besser später als nie rausgefunden, das Ganze jetzt hier. Ja, besser später als nie. Moment. So. Bevor ich mich jetzt um die Stämme hier kümmere, möchte ich mal ganz fix noch hier hinten reingehen. Das Zeug wird wahrscheinlich jetzt sowieso schon verbrannt sein, oder? Ja. Ah, wie gesagt, ist ja nicht schlimm. So. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt hier um die Bäume. Ja, kleiner Baum, du kommst mal mit. Aber wir brauchen auf jeden Fall jetzt große Baumstämme. So. Einmal weg mit dem hier. Ich glaube, 10 Stämme brauche ich. Was habe ich hier? Okay, den Stumpf kann ich nur mit einer Schaufel wegmachen. Hier ist der gefällte Baum. Wie tue ich den jetzt weiter verarbeiten? Brauche ich jetzt hier was wie eine Säge oder so? Oder wie geht das jetzt hier weiter? Wir lassen das jetzt erstmal ganz kurz so liegen. Ich gehe da gleich hin. Ich fähre jetzt erstmal den hier noch mit. So, perfekt. Und dann gehen wir jetzt direkt nochmal in unser Crafting-Menü rein. Werkzeuge. Ich könnte mir auch erstmal noch so eine Schaufel ruhig noch mitmachen.
Da spricht eigentlich wirklich nichts dagegen. Ja, los, wir machen noch eine Schaufel mit dazu. Wenn wir schon mal mit dabei sind, direkt noch das andere Gadget gleich auch noch mit. Ja, die Schaufel hier geht wohl nicht dafür. Nee, die ist wohl zu schwach. Ich brauche eine Kupferschaufel dafür. Schade. Ich dachte, vielleicht geht's mit Glück auch mit der hier, aber ne. Gut. Ist nicht schlimm. Dann habe ich jetzt immerhin erstmal eine Schaufel. Ah, und hier kann ich jetzt gegen den gefällten Baum dagegen schlagen. Okay, warum ging das hier vorne eben nicht? Ah, da war ich wohl eben nur nicht nah genug dran. Alles klar. Alles klar. So. Dann nehmen wir jetzt mal hier die ganzen Stämme. Ja, auf jeden Fall gut, dass ich hier direkt zwei Bäume gefällt hatte. Weil mit einem Baum kriegen wir das, glaube ich, sowieso nicht hin, oder? Doch, tatsächlich schon. Ist hier an. Aber hey, die anderen Stämme dort können wir ja dann gleich auch noch mit gebrauchen. Sogar direkt jetzt, wie es offenbar doch aussieht. So, gut, kommt mal bitte alle mit mir mit. Zack. Jetzt steht der Bereich hier, da drüben brauche ich nochmal Stämme, alles klar. Und irgendwie gefällt mir das Bauen hier gerade. Das hat was. Jetzt brauche ich hier Balken. Holzteile, Kupferbarren. Okay, das ist ganz schön viel, was wir hier brauchen. Holzbolzen. Kann das sein, dass ich den kriege, wenn ich das hier nochmal kleiner hack? Ne, das geht scheinbar nicht. Dann gehe ich gleich nochmal ins Crafting-Menü, denke ich. Was? Anforderung für Säger. Okay. Ganz schön viel zu tun haben wir hier gerade. Ich muss mal hier ganz fix reingucken. Sägewerk, ja, das ist das, was wir gerade bauen. Was haben wir denn hier sonst noch drin? Eine Scheune und ein Feld könnte man hier auch noch bauen. Später noch vielleicht. Mal sehen. Erstmal das Menü wieder schließen. Ich will mich mal noch ein bisschen weiter hier umgucken. Kuhstall gibt es dann auch noch hier. Ja, aber da würde ich, wenn dann, gar nicht auch ein Gehege noch dazu haben wollen, ein passendes. Gut. Jetzt gucke ich erstmal, wie wir hier weitermachen. Ich denke, ich gehe jetzt gleich noch dort hinten zu der einen Werkstatt hin. Ja, Kupferbarren, denke ich, wird gleich am schwierigsten hier sein, ja, daran zu kommen. Ich müsste halt irgendwie Kupfererz wo abbauen. Ich meine, Hacke habe ich ja schon dafür. Ja, müssten hier nur irgendwo Kupfer finden erstmal. Ich glaube, ich will auch noch mal eine kleine Erkundungstour jetzt hier gleich machen. Moment, hier gibt es ein Steinlager. Das tun wir mal ganz kurz zerlegen, das Ganze hier. Jawohl, da gibt es direkt mal mehrere Steine für uns. Und hier gibt es auch noch einen Felsblock. Okay, sowas brauche ich aber jetzt momentan noch nicht. Wie tue ich den wieder runterwerfen? Huhu. Ich will den Steinblock loswerden. Der Moment, wenn du einen Steinblock festhält. Aber du nicht weißt, wie du ihn runter lässt. So, was haben wir hier? Das hier sieht doch gut aus. Moment. Ich muss nochmal ganz kurz zurückgehen. In unser Lager jetzt.
Und ich will jetzt einmal hier hochgehen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. Hier gibt es Eisensachen dann. Hier gibt es dann auf jeden Fall Eisenzeug wie Eisenaxt und so weiter. Das ist schon mal gut zu wissen. Werkbank einmal ran. Holzteile, ja, da haben wir jetzt eigentlich genügend von. Hier kann ich schon Sachen aus Kupfer herstellen. Das ist auf jeden Fall dann auch noch mit wichtig. Und dann gucke ich jetzt einmal hier runter. So, was habe ich denn hier unten alles? Steinpfeile, Steinaxt, ja. Bisschen weiter hoch, mal gucken. Kupferteile, ja, dafür brauche ich schon erstmal das ganze Kupferzeug. Hier sehe ich aber sonst keine anderen Baumaterialien noch, ja. Bis auf das Strohdach und solches Zeug halt. Okay. Moment, diesen Schaft könnten wir mal zweimal herstellen direkt. Obwohl, machen wir direkt dreimal. So. Den könnten wir vielleicht dann gleich auch noch mit gebrauchen. Sehr schön. Das hätten wir. Dann gehen wir mal hier wieder raus aus dem Menü. Und dann gehe ich jetzt einmal hier vor wieder zu diesen Steinen gleich. Hier muss ich noch mal was gucken. Ah, Seil brauche ich auch hier. Alles klar. Ja, das habe ich ja eben hier gesehen. Moment, dann noch mal hier ran kurz. Hier ist das Seil. Das brauche ich. Gut, dann machen wir direkt mehrere Seile direkt. Ich denke gleich noch mehr. So 10 Stück. Erstmal wäre vielleicht nicht verkehrt. Halt, die Axt will ich nicht machen. So. Die nächsten Sachen hier herstellen. Jawohl. Seile haben wir dann gleich genug. Dann können wir die jetzt gleich erstmal dort hinten platzieren. Und ich glaube, Kupfer hatte ich eben auch noch dort hinten gesehen. Also ich glaube, ich weiß jetzt, wo es das dort auch noch mit gibt. Aber nun gut. Jetzt gucke ich erstmal hier ganz kurz. Holzbolzen brauche ich hier noch. Da frage ich mich ja, wo ich den herkriege. Ich dachte eigentlich, dass ich die Dinger hier nochmal zerlegen kann. Ich probiere das jetzt nochmal. Wenn ich hier noch ein bisschen tiefer runtergehe, kann ich die nochmal kleiner hacken. Nein, hier dran zumindest jetzt gerade nicht. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Bei diesem Berg dort hinten. Und hier wollte ich auch noch was gucken. Okay, hier ist das Kupfer, jawohl. Das hatte ich mir schon gedacht, ja, weil das hier so schön glänzt. So, das Kupferzeug kommt dann jetzt mit mir mit. Dreimal Kupfererz haben wir. Ich denke, das reicht auf jeden Fall noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr davon. Und los, wir brauchen noch mehr. Give me more! More, please! So, sehr schön. So gehört sich das. Und ich denke dann, Schluss machen mit der Folge und dann machen wir in der nächsten Folge ja weiter. Erstmal gucke ich jetzt hier. Moment. Kupferbarren. Die brauchen wir jetzt. Brennstoff muss ich hier noch auswählen. Na, ja, da hau ich direkt mal jede Menge Stöcke jetzt hier rein. Weil wir haben ja sowieso recht viele davon. Gut. Das sollte jetzt erstmal genügen. Hier an Brennstoff. Jetzt macht es uns hier diese Barren. Perfekt. Und nächste Folge bauen wir dann auf jeden Fall hier weiter. Gehen dort hinten auch noch ein bisschen auf Erkundungstour. Und ja. Schreibt gerne mal jetzt hier nach der ersten Folge eure Meinung.
rein. Was ist euer erster Eindruck so zum Spiel? Sieht interessant aus. Würdet ihr es auch spielen? Oder reizt euch das eher nicht so? Ja? Und falls ihr es schon gespielt habt, dann haut natürlich auch eure Meinung rein in die Kommentare. Das war's. Euch noch einen schönen Tag. Und ja, tschüssi.